war denn hier der Lichtschalter? Schon praktisch, so eine Taschenlampe. Vor allen Dingen dann, wenn der Strom ausgefallen ist. Sag mal, hast du eigentlich Max gesehen? Max ist ein Junge. Der wohnt mit seinem Hund Flocke da hinten in dem Haus. Max ist ungefähr so groß. Warte mal, ich zeig dir mal ein Bild. Schau mal, das hier, das ist Max. Mensch, der ist gerade nicht aufzutreiben. Was der wohl gerade wieder angestellt hat. Hey, weißt du was? Vielleicht kannst du mir ja helfen, Max zu suchen. Dich erwartet ein spannendes Abenteuer und du erfährst, wie du dich in gefährlichen Situationen richtig verhältst. Sag mal, riechst du das auch? Hier riecht's doch nach Rauch. Schnell, lass uns Max suchen. Ich glaube, er braucht unsere Hilfe. Ja, ein spannendes Abenteuer erwartet uns. Hallo, ich bin Jenser Christ. Und bei diesem Abenteuer werden wir erfahren, wie man sich in Situationen richtig verhält. Aber vielleicht lassen wir uns noch mal ein bisschen mehr erzählen. Jeden Tag kann was passieren. Stromausfall, Feuer oder ein Unwetter. Mit richtig viel Regen. Und Gewitter. Wenn du weißt, was zu tun ist oder wo du im Notfall Hilfe bekommen kannst, kannst du dir und anderen Menschen helfen. Mit dem Spiel und den Informationen hier auf der Seite erfährst du, was du tun kannst, damit zum Beispiel Unfälle bei dir zu Hause gar nicht erst passieren. Also, fang doch einfach mal mit dem Spiel an. Du kannst das Spiel übrigens selber spielen auf der Internetseite Max und Flocke Helferland. Hier kannst du natürlich noch mehr machen, als nach Max suchen. Im Lexikon kannst du interessante Dinge lesen. Dein Wissen kannst du hier im Quiz testen. Und wenn du richtig gut bist, dann kommst du da auf die Bestenliste. Oder schau doch mal hier unten vorbei. Da kannst du malen, findest Suchbilder und Rätsel. Also, viel Spaß auf unserer Seite. Jo, also machen wir mal das Spiel. Und dazu klicken wir jetzt hier in der Mitte, damit das Spiel startet. Wir starten ein neues Spiel. Und ich bin Jens, der Christ. Ja. Komischer auch. Hallo, ich bin Flocke. Und das ist mein Zuhause. Ja, und hallo, ich bin Jens. Ich höre die ganze Zeit merkwürdige Geräusche im Haus. Es knallt und zischt. Was ist da bloß los? Naja, ich finde es merkwürdig, dass du reden kannst. Und wo ist mein Herrchen Max? Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Komm, lass uns nachsehen, wo er steckt. Schauen wir als erstes in seinem Zimmer nach. Na gut. Oh, da ist eine Taschenlampe. Die können wir sicher noch gebrauchen. Dann gehen wir mal in sein Zimmer oder von dem Max. Oh. Ein Rauchmelder. Hier scheint etwas nicht zu stimmen. Ja, da ist ein T-Shirt. Über die Lampe. Hier haben wir hier ein... Ah, gut, dass du dein Helferlexikon mitgebracht hast. Das werden wir noch brauchen. Also Stoffe nicht auf Lampen legen, die heiß werden könnten, weil sonst könnte es Feuer geben. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch hier machen können. Das ist zu hoch.
Gute Idee. Geschafft. Ja, haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen können? Post anschauen. Helfen macht Spaß. Essen ist in der Küche, Mama. Übrigens, so ein Rauch. Alles in Ordnung. So ein Rauchmelder ist sehr wichtig. Sollte auch jeder in seiner Wohnung haben und kann Leben retten. Der piepst, wenn es Rauch gibt. Und dann wird man wach und kann sich rechtzeitig retten. Ich habe mir für meine Wohnung auch einen geholt, aber noch nicht aufgehängt. Werde ich aber irgendwann machen. So. Verschlossen. Ach. Aber wir haben ja einen Schlüssel. Jetzt können wir reingehen. Ist ja ein bisschen dunkel hier, ne? Das sollte funktionieren. Den können wir sicher noch gebrauchen. Fahrrad fahren? Jetzt? Naja. Wow, trink das bloß nicht. Aha. Sei vorsichtig bei unbekannten Flüssigkeiten, also nicht alles trinken, was man nicht kennt. Ja. Nicht machen. Und da haben wir hier Gefahrensymbole, die worauf man achten soll. Also, die zeigen dann an, hier explosiv, giftig, ätzend, gesundheitsschädlich, leicht brennbar und umweltgefährlich. Ja, gucken wir mal, was hier ist. Autsch! Also, bei Brennen, Kamine oder Gashöfen soll man aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Dort ist es zu heiß. Ja, auch bei heißen Gegenständen anscheinend. Ja, Vorsicht bei heißen Gegenständen. Was haben wir sonst noch hier? Ah, da ist ein Türklinke. Da kommen wir nicht ran. Autsch. Spiel nicht mit Glasscherben. Naja, bei Glasscherben sollte man am besten auch Handschuhe benutzen, glaube ich, ne? Dann nehmen wir mal die Handschuhe und räumen die weg. Dann kommen wir jetzt an der Türklinke dran. Vorsicht! Da ist Stromgefahr. Hier, das ist kaputt. Benutze keine kaputten Elektrogeräte. Ja. Wenn ein Elektrogerät kaputt ist, darfst du es nicht mehr benutzen. Wenn du das Kabel nämlich in eine Steckdose steckst, kann der Strom ausfallen und es kann anfangen zu brennen. Und eventuell kriegst du einen Stromschlag. Du solltest nicht darauf vertrauen, dass die Sicherung dich rettet. Also Vorsicht bei defekten Kabeln. Kommen wir da noch weiter? Verschlossen! Dann gehen wir mal da lang. Die lässt sich nicht öffnen. Aber wir haben eine Türklinke. Gute Idee. Ja. Was haben wir hier? Erste-Hilfe-Kasten. Nehmen wir mal alles mit. Verschlossen. Verschlossen. Sonst? Verschlossen. Naja. Da kommen wir her. Vorsicht! Lass besser die Finger davon. Na gut. Dann gehen wir mal da rein. Da haben wir ein Kartenlesergerät. Fehlt uns aber eine Karte und ein Code.
weiter. Ah, da hängt ein Schlüssel. Max hat irgendwas gesucht, glaube ich. Na, warum ist Aufräumen wichtig? Aufräumen macht oft keinen Spaß, ist aber wichtig. Wenn es brennt, musst du dein Zimmer schnell verlassen können. Das geht nur, wenn deine Sachen nicht in den Weg liegen und du nicht darüber stolperst. Also Aufräumen ist wichtig, aber ich räume auch nicht so häufig auf. Naja, aber es scheint ja wichtig zu sein. Sonst noch irgendwas, was wir machen können? Oh, in der Küche. Autsch, das ist ganz schön heiß. Drehen wir mal vielleicht ein bisschen runter hier. Gut gemacht. Gucken wir mal an, was wir so haben. Das könnte wichtig sein. Eine Notrufnummer und das ist die Feuerwehr, die 112. Sehr wichtig, solltest du dir merken, die Feuerwehr ruft mal mit 112 an. Die Polizei mit 110. Einkaufszettel. Ah, der Laborcode. Aber uns fehlt noch eine Karte dafür. Schauen wir mal, verschlossen. Haben. Tja. Verschlossen. Verschlossen. Ja, wir haben ja hier noch einen Schlüssel, ne? Sehr gut. Das werden wir sicher noch brauchen können. Die Karte. Die brauchen wir, um ins Labor zu kommen. Sehr wichtig. Sauwetter. Sauwetter. Es hat angefangen zu regnen. Na dann. Mitten durch das Gewitter? Viel zu gefährlich. Mit einem Regenschirm vielleicht. Das ist keine gute Idee. Nicht? Warum nicht? Benutze keinen Regenschirm, wenn es blitzt und gewittert. Bei Gewitter solltest du am besten in Haus bleiben. Wenn du draußen bist, such dir Unterschlupf in Geschäften, Bushaltestellen oder unter einer Brücke. Ja, und unter Bäumen, wie es so ein Sprichwort gibt, ist auch nicht immer so gut, weil Blitze schlagen auch in Bäume ein. Also generell solltest du in Haus gehen oder in Auto oder sonst irgendwo. Bäume solltest du eigentlich vermeiden, auch wenn es da so ein Sprichwort gibt, dass du Buchen suchen sollst. Bäume sind keine gute Idee. Aber besser als die freie Fläche vielleicht. Also besser in Haus bleiben. Aber hier ist ziemlich Überschwemmung jetzt. Ne? Feuerlöscher hinten. Ach. Wo ist der Feuerlöscher? Mit einem Feuerlöscher können Erwachsene kein Feuer in kleine Feuer in Notfall selber löschen. Ja, keine Feuer in selber. Habt ihr auch einen zu Hause? Schau doch mal nach. Ich habe hier keinen. Naja. Ja, dann gehen wir mal dahin. Ich würde da nicht durchgehen. Na, warum denn das denn nicht? Vorsicht vor überfluteten Kellern. Bei Hochwasser sind Keller und Räume oft mit Wasser überflutet. Geh nicht in solche Räume. Du kannst dort nicht sehen, wo du hintrittst und könntest ausrutschen. Ja, oder vielleicht liegt da irgendwie ein Kabel noch drin, wo Strom drauf ist. Dann ist das auch sehr gefährlich. Oh, der Regen hat aufgehört. Jo. Vorsicht! Lass besser die Finger davon. Oh, wieder nicht dran. Ach ja, wir haben ja jetzt hier die Karte. Aber wir müssen nochmal den Code uns angucken. Und dann merken. Laborcode 3914. 3914. 3914. 3914 war. 3914.
3, 9, 1, 4. Genau, richtig. Was war denn das? Oh, wir haben es kaputt gemacht. Gehen wir mal dahin. Oh, da ist ja Max. Dieser Rauch. Hey, du bist ganz schwarz im Gesicht. Keine Scherze, bitte. Tut mir leid. Entschuldige, was ist denn eigentlich los? Eine Explosion im Labor. Was machst du denn für Sachen? Ich weiß auch nicht. Ich hab solchen Durst. Guck mal, ich hab hier was zu trinken. Oh, danke. Auch nur ein bisschen experimentiert. Also ich bin übrigens Max. Ja, hallo Max. Ach, du bist der Max, der hier so viel Quatsch macht. Wir haben keine Zeit für Scherze. Schau mal, der Rauch kommt schon in die Küche. Ach, so schlimm ist das doch nicht. Doch, wir kriegen sonst kaum noch Luft. Wir müssen verhindern, dass noch mehr Rauch in die Küche kommt. Noch mehr Rauch in die Küche? Vielleicht hier mit so einem Handtuch. Das können wir gegen den Rauch benutzen. Ja, und dann nehmen wir es mal da unten hin. Das wird nicht lange halten. Was sollen wir denn jetzt machen? Doch, das reicht schon. Jetzt sind wir in Sicherheit. Das nennst du sicher? Es brennt und das Fenster klemmt. Wir kommen nicht nach draußen. Also, wir warten ab. Los, lass uns lieber was spielen. Das geht nicht. Es brennt. Lass uns die Feuerwehr anrufen. Hast du ein Handy? Ja, aber der Akku ist leer. Hier, nimm meins und ruf die Feuerwehr an. Was soll ich denn sagen? Sag, dass es im Erlenweg 15 brennt. Ach so. Na dann. Rufen wir mal die Feuerwehr an, ne? So, und du kennst ja noch die Nummer, ne? Das war ja 112 war die Feuerwehr und dann rufen wir an. Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst? Hilfe, Hilfe! Jetzt beruhige dich erstmal und erzähl, wer du bist und was passiert ist. Ich weiß nicht. Ein Knall und dann... Atme erstmal tief durch und erzähl, was los ist. Es ging so schnell. Eine Explosion im Labor im Keller. Und jetzt kommt Rauch in die Küche. Wo bist du genau? In Erlenweg 15. Und wo genau bist du? Noch im Haus oder schon draußen? Ich bin noch im Haus. Sind noch mehr Personen im Haus? Ja, mein Freund Max ist auch hier. Weißt du denn, was brennt? Keine Ahnung, Max hat Mist gebaut. Ihr müsst euch vor dem Rauch in Sicherheit bringen. Könnt ihr das Haus verlassen? Nein, glaube ich nicht mehr. Nein, durch die Tür kommt Rauch und das Fenster klemmt. Dann wartet am Fenster. Ein Einsatzwagen ist schon unterwegs. Oh, dann warten wir mal am Fenster. Gerettet! Ja, wir sind gerettet. Ja, und das Spiel ist jetzt auch zu Ende. Ich weiß gar nicht, wo die Bestenliste dann noch ist. Ja, man könnte jetzt hier noch ein bisschen auf der Seite rumsurfen oder sonst irgendetwas machen. Da winkt der Juri. Ich hoffe, dir hat's gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann spiel es doch vielleicht auch mal mit deinen Kindern. Oder wenn du noch Kind bist, dann spiel es mal selber. Und versuch da vielleicht noch ein bisschen mehr rauszufinden. Ich weiß gar nicht, ob das hier das gleiche Lexikon ist. Ah, nee, anscheinend nicht. Ja. Ein Quiz. Wir sind ja jetzt so schlau. Wir können jetzt hier auch mal ein Quiz starten. Oder machen wir doch nicht. Dauert zu lange. Also, wenn du Lust hast, dann kannst du ja selber das Quiz starten oder sonstige Sachen machen. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Benutzen dieser Seite und beim Spielen und beim Entdecken, was man macht, wenn es gefährlich wird. Und ich wünsche dir Gottes Segen.